Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft in diesem regnischeren Wetter in Minecraft. So, leider nur in Minecraft. Draußen ist es heiß, brütend heiß. Und ich weiß gar nicht, wieso, dass ich hier die Aufnahme letztes Mal beendet habe. Ich weiß es nicht. Habe ich das eigentlich alle modifiziert? Sieht eigentlich schon so aus, wie dass ich das alle modifiziert habe. Ja, sieht gut aus. So, heute die erste Aufnahme, wo ihr mit dabei sein könnt, live Fragen stellen und so. Oder Themen mir bieten könnt, die euch interessieren oder so. Dann vergesse ich die definitiv nicht. Und vielleicht kommt ja heute schon was rein. Wäre schön, würde mich freuen. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich denke mir schon irgendwas aus über das, wie wir wieder mal philosophieren können und unseren Charming hier raushängen lassen können. So, ich freue mich ja schon irgendwo auf die Fußball-WM. Ich bin ja ehrlich gesagt für Deutschland, aber es sieht schlecht aus. Wen habt ihr denn eigentlich als Favoriten in dieser WM? Es gibt ja doch ein paar Leute oder ein paar Mannschaften, wo man sagen muss, ja, die könnten eventuell recht gut laufen. Und dann gibt es welche, die sind ein bisschen in den Stocken geraten die letzten Tage. Unter anderem auch die Deutschen und Frankreich fällt mir auch noch auf die Schnelle ein. Mit Ribéry, der sich ja immer noch nicht von seiner Rückenverletzung erholt hat. Es ist schon scheiße, naja. Hat man so ein großes Event wieder auf dem Plan und dann geht's nicht wegen Rückenproblemen. Ich kenne das irgendwo her, aber natürlich ist das gleich eine ganz andere Gangart bei dem, dass hier, ja, das nicht so läuft. So, ich wollte ja, was wollte ich denn? Ich könnte ja noch ein bisschen Cobblestone hier zusammentragen, dass wir eventuell das Krankenhaus endlich mal fertigstellen. Das liegt ja schon über 200 Folgen brach. Deswegen mache ich da heute weiter, dass das schon mal erklärt ist. Aber, um zurück auf die WM zu kommen, ich würde sagen, Titelfavorit auch Brasilien scheidet mittlerweile für mich aus, auch wenn es ein großes Ding ist. Weil die ja intern, also im Land selber, ein paar Querelen haben, wegen der WM halt. Da sich die untere Schicht oder die Mittelschicht ein bisschen verarscht vorkommt. Ich würde eher sagen untere Schicht, weil alles für die FIFA getan wird, werden Stadien hochgezogen, die hinterher keinen Besitzer haben oder die hinterher nicht gebraucht werden. Und ja, die Hälfte der Bevölkerung muss hungern in Brasilien. Oder nicht hungern, sondern hungern auch, aber lebt halt nicht so gut wie halt wieder der kleine Prozentteil der Bevölkerung. Die oberen 10.000, ne? Und natürlich gehen sie deswegen auf die Straße, weil wirklich so viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verstaubt wurden. Ich weiß die Zahl nicht hundertprozentig. Rein für die WM, nur dass man, ja, jeden Tag 22 Leute zugucken kann, wie sie einen Ball verfolgen und einer darf nicht mitspielen. Ist das natürlich Hammer. Ist zwar schön, dass die WM endlich mal wieder in Brasilien ist. Weil die haben es ehrlich gesagt verdient, aber unter solchen Bedingungen eigentlich nicht. Da sollte man eigentlich schon abwägen, ja, sollten wir nicht vielleicht erstmal was für unsere eigenen Leute tun, bevor dass wir jetzt sowas wie die WM machen. Hätte vorher überlegt werden sollen, ist auch klar, dass die Leute demonstrieren, aber um ehrlich zu sein, die hätten schon bei der Nominierung oder bei dem Vorhaben, dass Brasilien Austragungsort werden will, schon demonstrieren können. Das wäre vielleicht näher an der Politik gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es ja gemacht, aber irgendwie hat es kein Gehör gefunden. Und mittlerweile kriegt es halt die ganze Welt mit, weil halt die ganzen Augen der Welt auch schon auf die WM gerichtet sind und natürlich auch dazugehörig Brasilien. Und ja, zum anderen ist dann auch noch die Sache, weil viele Sachen noch nicht mal fertig sind, die eigentlich geplant waren. Ich weiß zwar nicht konkret, was genau, bin ich mal wieder total informiert heute, aber es ist was noch nicht fertig, was geplant war. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn ich schon so ein
Event austragen will oder austrage, dann sollte ich schon gucken, dass ich fertig werde mit allem. Dann muss ich halt einfach mal vielleicht nochmal 2 oder 3 Millionchen in die Hand nehmen und den Leuten, denen es ja schlecht geht, eventuell noch Arbeit kriegen und durch das das Gebäude auch fertig wird oder die Baustätten, was halt so anliegt, ne? Das wäre natürlich auch so eine Sache. Das hätten sie auch machen können. Deswegen schätze ich jetzt Brasilien auch nicht so stark ein, weil der Rückenwind der eigenen Leute, glaube ich, dieses Mal nicht so groß sein wird, wie eigentlich sonst immer. Muss man ja sagen. Weil die Brasilianer, die leben dem Fußball einfach. Aber unter solchen Bedingungen sagen sie, ne, da habe ich auch keine Lust drauf. Da fehlt natürlich Rückenwind, obwohl das ein hoher Favorit sind, weil sie halt einfach daheim spielen. Man muss aber auch sagen, sie sind die klimatischen Bedingungen in ihrem Land gewohnt. Deswegen dürfte das eigentlich auch so eine... Ja, so ein kleiner Vorteil sein. Wo ich aber sagen muss, dass das nicht unbedingt noch ein Vorteil sein muss, da wenn man jetzt so rumguckt, die ganzen Brasilianer eigentlich auch nicht mehr in den Regionen spielen, wo sie groß geworden sind. Also können sie es vielleicht gar nicht mehr so ab, weil sie ja klimatisch halt auch nicht mehr so oft da sind. Und ja, das ist halt dann so eine Sache, wie das halt so wird und schieß mich tot. So, ich würde mal sagen, ich ziehe hier nochmal eine Decke rein. Bin ich einfach mal so der Meinung. Muss einfach mal. So, kommt hier runter. Ziehe ich hier nochmal eine Decke rein, weil sonst wird der werden die Räume hier einfach zu hoch. Für das muss ich definitiv noch ein bisschen Holz für stricken. Damit das auch was wird. So. Ja, Holz geht mir eh gleich wieder aus, aber ist ja Wurst. Ist ja Wurst. So, hier kommen wieder Fackeln dran. Soll ja nicht zu dunkel werden. Wäre ja schade, wenn es zu dunkel wird, weil dann könnte mich mal eventuell wieder was angreifen, wenn ich denn mal wieder nur auf friedlich oder auf einfach spielen würde und nicht immer auf friedlich. Ja, gut, aber wenn wir hier in so Hauptbauphasen sind, dann muss es nicht unbedingt sein. So, nochmal auf die WM zurückzukommen, weil ich mich hier heute schon wieder so elendlich oft ablenken lasse. Durch das, dass mir das Holz schon wieder ausgegangen ist, muss ich mal schnell holen. Kann ich ja noch ein paar Steine ablegen oder so. Dann können wir da weiterbauen. So, wer ist für mich jetzt noch Favorit? Ich würde mal sagen, so die üblichen Verdächtigen. Spanien als Titelverteidiger. Portugal ist auch sehr stark. Argentinien, weiß ich nicht. Kann man schlecht sagen. Deswegen hätte ich von euch auch gern so ein Feedback. Wem drückt ihr die Daumen? Und wer glaubt ihr hat die Nase vorn? Muss nicht beides dasselbe sein zwingendermaßen. Aber ist halt schön zu wissen. Ich wäre mal für so ein, ja, so ein Land, das wie eigentlich schon ewig oder oft dabei ist. Aber einfach das Quäntchen Glück noch nicht hatte, dass Weltmeister werden. Das wäre mal so eine Sache, die wäre schön. Den würde ich es auch mal vergönnen. Und ja, das ist einfach so. Hashtag ist so, ne? Nee, das... Ich finde halt, dass eigentlich jede Nation, die auch in die Endrunde der Weltmeisterschaft kommt, man muss ja das komplette Ding die Endrunde nennen, ist ja auch schon mal die Sache. Alle, die wieder reinkommen, sind wirklich fähig, so eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das ist dann wirklich nur noch minimalistisch, was da der Unterschied ausmacht. Weil die, die eventuell, ja, wie soll man sagen, stärker sind, können vielleicht die Motivation nicht so aufbringen oder den Biss, den eventuell die Mannschaft hat, die doch ein bisschen schlechter gestellt sein sollte. Ah, scheiße, eins drunter. Kann ja immer noch gewinnen, muss man ja so sagen. Also selbst so ein Land wie Südkorea würde ich jetzt nicht unbedingt abschreiben. Gut, die sind jetzt nicht unbedingt die Titelanwärter hoch 10, aber es könnte ja sein.
Muss ja auch nicht unbedingt wieder einer aus Europa sein oder sonst was. Das ist mir random. Um ehrlich zu sein, ich gucke mir die Spiele echt gern an. Mir ist aber das so relativ, wer da spielt. Ich freue mich eigentlich immer über ein gutes Fußballspiel. Da ist mir das auch Wurst, wenn Deutschland gewinnt. Wenn es kein schönes Spiel ist, ist kein schönes Spiel. Das mir ist also wirklich das schönere Spiel wichtiger als jetzt meine Lieblingsmannschaft. Dieses Lied drück ich lieber mal weiter. Das kotzt mich jetzt schon an. So, okay, ich habe eine Dreierhöhe. Also kann ich hier die Stege nochmal reinziehen. So, okay, ich glaube, mit Holz wird's eng. Es wird ein enges Höschen, was es reichen kann. Naja, wir werden sehen, ob es reicht und wer Weltmeister wird. Wie gesagt, ich vergönne es jedem oder jeder Mannschaft. Deswegen, falls es im WM-Orakel so rübergekommen wäre, als hätte ich irgendwelche Tendenzen für Mannschaften oder gegen Mannschaften. Das hat entweder in mit meiner Unwissenheit im Fußball zu tun oder, ja, einfach weil mich bis dato die Länder nicht so interessiert haben. Man muss ja auch verstehen, dass ich nicht unbedingt die Zeit hatte, für jedes Land alles zu recherchieren, dass ich auch wirklich nichts Falsches sage. Das ist ja auch so eine Sache, das kann man halt einfach nicht vermeiden. Selbst ein Top-Moderator vom Fußballspiel hat nicht seine Notizen rumliegen, sondern, wie soll man sagen, der sitzt ja auch mittlerweile am Computer und kann sich alle drunter rattern lassen und kriegt vielleicht von der Regie noch ein paar Anweisungen. Hey, das könntest du mal erwähnen oder das könntest du mal erwähnen. Das ist ja auch nicht mehr so frei wie früher, da wo wirklich jeder alles wusste. Und ja, da kommen dann solche Informationen um die Ecke wie, was weiß ich, 1927 haben sich die zwei Mannschaften das letzte Mal getroffen, irgendwie sowas. Das weiß doch kein Mensch wirklich. Also gut, kann schon sein, dass manche Menschen wissen, aber irgendwann ist halt auch mal vorbei. Da ist die Glaubwürdigkeit eines Moderators oder Kommentators auch irgendwie untergraben, dass er alles wüsste. Das glaube ich nicht. Der muss doch auch mal ratlos da sitzen bei einer Frage oder so. Wäre halt auch mal schön. Was ich beim Darten oder beim Dartsport auf DSF jetzt zum Beispiel mal gesehen habe, Entschuldigung für die Schleichwerbung, aber ist halt der einzige Sender, wo Dart läuft, ne? Da kann man während dem laufenden Spiel über Facebook und so Fragen stellen. Deswegen bin ich ja auch irgendwo entfernt heute auf die Idee gekommen. Oder nicht nur heute, sondern schon ist schon ein paar Tage her. Aber da bin ich ja auch mit irgendwo inspiriert worden, dass ich mir sage, ja, irgendwie könnte ich ja doch Fragen damit einbinden. Jedenfalls, das hätte ich auch mal gern bei einem Fußballspiel, dass man da wirklich random hergehen kann und ja, Fragen per Facebook oder Twitter oder sonst irgendwelchen Medien versuchen kann, Fragen zu stellen und auch Antwort bekommt während der Sendung. Und das wäre mir persönlich auch mal lieber, dass das so gemacht wird. Huch, jetzt wollte ich... So, was mache ich denn?